Herzlich willkommen von mir. Schön, dass ihr da seid. Besonders begrüße ich unsere Gäste. Fühlt euch einfach wohl in unserer Mitte. Christen treten ihr Erbe in Jesus Christus an. Ja, das ist mein Thema. In oder mit oder durch Jesus Christus sind wir Erben. Und es ist eine gewaltige Zusage, eine gewaltige Aussage, die wir auch wirklich verinnerlichen und verstehen sollen. Christen kennen ihre Identität. Sie leben nicht mehr als Knechte, sondern sie leben als Söhne und Töchter von Gott. Wir wollen uns den daheimgebliebenen Sohn von der Geschichte, vom verlorenen Sohn, und man kann auch sagen, die Geschichte vom barmherzigen Vater nachher genauer ansehen. Ja? Wie dieser verlorene Sohn auch reagiert hat und wie er gelebt hat. Ja? Das sagt uns so vieles auch über unsere Identität. Dieses Bild drückt es so ein bisschen aus. Ja? Wer sind wir in Christus? In Christus sind wir Heilige, ja, Auserwählte. In Christus sind wir gerecht gesprochen durch sein Werk auf Golgatha. In Christus sind wir Teilhaber seiner göttlichen Natur. Wir dürfen an ihm teilhaben, geboren aus Gott, und wir sind Gottes Kinder. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade. Im Gegensatz dazu, wenn wir ohne Christus leben, ja, in Johannes 1, Vers 12 heißt es ja so schön, die ihn, den Herrn Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ja, wir werden Gottes Kinder, indem wir Jesus in unser Herz aufnehmen. Wir müssen ihm einen Platz in unserem Herzen geben, dass er auch nicht nur unser Heiland ist, sondern dass er unser Herr wird. Das ist ganz entscheidend. Aber ohne Christus sind wir Sünder. Ja, Sünde trennt von Gott. Wir sind ungerecht, vor Gott nicht gerecht. Wir sind getrennt von Gott. Und wir sind Geschöpfe Gottes. Alle sind wir Geschöpfe Gottes. Das ist auf jeden Fall mal so, aber nicht alle sind Gottes Kinder. Gottes Kind wird man durch eine Entscheidung, dass man Jesus in sein Herz lässt, okay? Man muss einfach mal wissen, was geschieht durch diese Wiedergeburt. Jesus sagte es dem Nikodemus in Johannes Kapitel 3, ja? Jesus entgegnete diesem Nikodemus und sagte ihm, er kam es nachts zu ihm, er hat sich am Tag wohl nicht getraut, er war ja auch ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, und er ging zu Jesus, um zu wissen, wie komme ich denn jetzt ins Reich Gottes? Und da sagt Jesus ihm etwas ganz Interessantes. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist ganz entscheidend, dass wir von Neuem geboren werden. Und das geschieht, wenn man Jesus in sein Herz lässt. Wenn man Jesus wirklich seine Schuld bekennt und Buße tut, und dann erlebt man ihn auf wunderbare Weise. Und dann geschieht das wie diese Katze. Um das mal ein bisschen darzustellen, sie schaut in den Spiegel und sieht einen Löwe. Und das ist im übertragenen Sinne so unsere neue Identität. Ja? Wo ich vorher vielleicht, ja, vorher war ich ungerecht und Gott hat mich gerecht gemacht. Jesus hat für mich bezahlt. Ja? Darum heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, ganz entscheidend, ob er in Christus ist, ob Christus in ihm lebt, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja? Siehe, Neues ist geworden, eine neue Schöpfung. Wir singen es auch bei der Taufe. Ja? Eine neue Schöpfung. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade. Ja, okay? Ist einfach mal zu wissen, gut zu wissen, jeder Mensch ist Gottes Geschöpf. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes, ein einmaliges Original. Jeder ist individuell besonders. Und das müssen wir einfach wissen, wie David es erkannte. Ja, hier ist mal ein bisschen dargestellt mit dem Bild, wie man ein Embryo sich entwickelt in dem Mutterleib, bis es dann im 9. Monat dann herauskommt und ein Baby ist, ja. Und so ist es einfach, Gott hat jeden Menschen geschaffen und er hat jeden Menschen anders geschaffen. Das ist einfach gut. Und David erkannte das in Psalm 139, Vers 13. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Ja? Und das müssen wir mal wissen. Gott ist unser Schöpfer.
Jeder von uns ist ein Gedanke individuell von ihm gemacht. Und darum kann man mit sich im Reinen sein, wenn man weiß, Gott hat mich gemacht. Und er hat wunderbare Pläne und er hat es gut gemacht. Also du bist spitze, du bist genial. Jemand wie dich gibt es nicht noch einmal, ja, Charlie. Denn Charlie gibt es nur einmal, ja. Das ist ein absolutes Original. Ja? Und so ist es, ja, das sollten wir wissen. Aber jeder Mensch sollte auch die Sinnfrage für sich geklärt haben, okay? Das ist mal wichtig, dass jeder Mensch irgendwo diese Sinnfragen für sich klärt. Das ist entscheidend, ja. Wer bin ich? Ja? Wer bin ich? Diese Frage soll sich jeder stellen. Was ist mein Ursprung? Wo komme ich her? Ja? Ich bin ein Gedanke Gottes. Gott hat mich geschaffen. Was ist der Sinn meines Lebens? Ja, wozu bin ich da? Das sollte man seinem Innersten geklärt haben. Was ist mein Ziel? Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Was ist hier? Bin ich eigentlich nur auf der Durchreise? Ja? Die himmlische Stadt suchen wir noch. Wir wissen, dass was kommt, wird besser sein wie das, was wir hier haben. Ja, der Himmel ist eine starke Verheißung. Und das ist begrenzt auf diese 70, 80, vielleicht hochkommt 90, 100 Jahre. Ja? Die Ewigkeit ohne Begrenzung von Zeit. Werden wir einmal bei Gott sein, wenn wir dann diese Entscheidung für ihn getroffen haben. Und das sollten wir wissen. Und das sollten wir auch entscheiden für sich. Das muss jeder für sich entscheiden, ja, diesen Gott zu suchen, wie Marisa es auch schon in der Einleitung gesagt hat. Okay? Ja, wir müssen ihn suchen, ja, die Gott suchen von ganzem Herzen. Von denen wird er sich finden lassen, sagt Jeremia. Das ist immer Grundvoraussetzung. Wir müssen Gott suchen. Ja? In der Apostelgeschichte lesen wir in 2,43, ja? Da ist ja dieses Bekannte, auch in Vers 42 schon vorher, wird von dieser ersten Gemeinde erzählt. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, ja? In der Gemeinschaft. Sie hatten beständige Gemeinschaft. Im Brotbrechen, sie feierten das Abendmahl miteinander. Und sie waren immer im Gebet zusammen. Sie beten zusammen für das Reich Gottes und für die Gemeinde. Und dann lesen wir in 43, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Ja? Diese Ehrfurcht vor Gott zu haben, ihm Respekt und Ehre zu geben, ihn wirklich anzuerkennen, wie es in Sprüche 1, Vers 7 heißt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja, da fängt es an, dass man Gott erkennt. Du bist der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich bin ein Gedanke Gottes und ich will dich suchen. Ich will dir Ehrfurcht und Anbetung geben. Der Mensch ist ja auch zur Anbetung Gottes geschaffen. Ja? Das ist das Normale, weil Gott alles so wunderbar für uns hergerichtet hat, sollen wir ihn anbeten. Wir sollen ihm die Ehre geben. Aber leider geben die Menschen oftmals den Götzen die Ehre, haben viele Götzen in ihrem Leben, Götter, die sich selbst errichtet haben und geben denen die Ehre. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht, heißt es in Sprüche. Ja? Also, wer Gott liebt, der achtet sein Wort, der achtet seine Gebote, der liebt sein Wort und er liebt auch seine Gebote. Und dann wird es einfach von ihm, wird er von ihm beaufschlagt. Ich will uns drei Fragen stellen, die unsere Identität klären. Und die erste Frage ist, haben wir erleuchtete Augen des Herzens? Zu welcher Hoffnung wir in Christus berufen sind? Okay, da brauchen wir einfach erleuchtete Augen, ja, dass wir erkennen, was ist uns in Christus geschenkt? Also Paulus sagt es den Ephesern hier mit diesen erleuchteten Augen des Herzens. Er gebe euch, in 1 Vers 18, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns. Ist sie überschwänglich groß an uns? Hat er so an uns gewirkt, groß seine Kraft an uns, die wir glauben. Ja.
Darum kann ich uns nur ermutigen, glaube, glaube nur. Glaube ist ja, fängt ja damit an, dass ich Gottes Wort einfach mal lese oder ich höre es in der Predigt, ja. Und ich gebe dem Ganzen mein Vertrauen. Ich gebe dem Wort Gottes mein Vertrauen. Ich lese es, ich sinne darüber nach und dann setze ich es in mein Leben um. Ich bekomme es als Gewissheit in mein Herz gepflanzt vom Heiligen Geist, wenn ich ihm dann Raum gebe. Und dadurch erhalte ich erleuchtete Augen des Herzens. Und ich kann verstehen, was Gott will. Und das ist etwas, wenn der Geist Gottes einzieht, auch bei der Wiedergeburt, dann schnackelt es und ich kann verstehen, was Gott will, was sein Wille ist, was sein Plan ist, ja? Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Die Macht seiner Stärke. Der Geist Gottes führt uns in die Tiefe der Gottheit, ja? Und das dürfen wir verstehen und das dürfen wir erkennen. Die Herrlichkeit seines Erbes durch Glaube einnehmen. Durch Glaube, ja? Durch das ich das erkenne, was Jesus am Kreuz getan habe, okay, werde ich ein Gotteskind. Und so ist es auch das Neue Testament. Wir haben ja ein altes Testament, wir haben ein neues Testament, ja. Und das ist auch im übertragenen Sinne so zu verstehen wie ein Testament, ja. Ein Testament muss ich antreten, um es zu erhalten, ja. Um rechtmäßiger Erbe zu werden, ja, wenn ich ein Haus erbe, ja, ich habe mal von meinen Eltern ein Haus geerbt, ja, um dieser rechtsmäßige Inhaber dieses Hauses zu werden, muss ich zum Notar gehen und muss das unterschreiben, ja, dass es auch mein Eigentum wurde, ja. Und so ist es einfach im übertragenen Sinne, ja, ich muss mir die Verheißungen des Wortes Gottes im Glauben nehmen, ja. Ein Testament ist ein Schriftstück, in dem steht, was dem Erbe geschehen soll. Ja? Was das Erbe ist und was im Erbe drin enthalten ist. Und Paulus sagt es uns, ja. Er sagt es den Römern, er sagt es den Ephesern, er sagt es den Kolossern, er sagt es auch uns, ja. Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Miterben Christi. Erbe mit dem Sohn. Ja? Das ist so gewaltig. Das hat so eine Tragweite. Das ist wirklich toll. Wir dürfen aber lieber Vater rufen. Durch seinen Sohn. Durch das er am Kreuz von Golgatha für uns bezahlt hat. Sein Blut ist geflossen für unsere Sünden. Und dadurch, dass wir uns das zu eigen machen, ja, Herr Jesus, du bist gestorben für meine Sünden. Wasche mich rein durch dein Blut von aller Schuld. Und so werde ich zum rechtmäßigen Erbe. Und der Vater sieht mich an, ja, er sieht mich an, gereinigt durch sein Blut, reingewaschen, ja, ein Erlöster, ein Auserwählter, ein Heiliger, ja, obwohl ich nicht vollkommen bin, obwohl ich noch Schwächen und Fehler mache, ja, bin ich schon ein Auserwählter, ein Heiliger, ja? Das sagt die Bibel uns immer wieder. Ich werde erst ein Heiliger, wenn ich einen langen Heiligungsprozess durchlebt habe. Denn wir werden ja auch aufgefordert, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das ist ein Heiligungsprozess. Aber in dem Moment, wo ich Jesus in mein Herz lasse, wo ich ihn regieren lasse in meinem Herzen, ja? Dadurch werde ich ein Gotteskind und dadurch werde ich ein Heiliger. Von einem Moment auf den anderen, ja? Wenn er mich angenommen hat. Und das ist so schön. Und dann werde ich gleichzeitig zum Erbe. Das ist gewaltig, okay? Das müssen wir verstehen. Jesus wird ja auch als der größte König beschrieben. Ja, in der Schrift. Ja, der König aller Könige. Und so gesehen sind wir Königskinder des größten Königs. Das ist unsere Stellung als Christen. Mir ist es immer ein großes Anliegen, dass wir das verstehen. Dass wir unsere Stellung in Christus, unsere Identität richtig gut begreifen. Und dass wir die uns im Glauben nehmen und daraus leben. Jeden Tag. Das ist wichtig, ja? Also im 1. Timotheus 6, Vers 15 heißt es über Jesus, die Zeit dafür bestimmt Gott selbst, der vollkommen und alleinige Herrscher, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Ja? Und wenn Jesus dein König ist, ja, der König aller Könige,
Es werden einmal alle Könige zu Jesus ziehen und werden ihm die Ehre geben, ja, wenn er wiederkommt. Und wenn er seinen Fuß wieder auf diese Erde setzt, ja, und wenn er sein tausendjähriges Friedensreich aufrichtet, dann werden alle ihn erkennen, dass er der Sohn Gottes ist und dass ihm alles Gericht übergeben ist. Und das ist gewaltig, ja. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren, ja. Und es ist ein Vorrecht, mit dem König aller Könige zu gehen. Er ist mein König. Er ist mein Herr. Er ist mein Retter, mein Erlöser, mein Heiland. Mit ihm zu gehen, ist ein Riesenprivileg. Ein Vorrecht, ja, da steht Exousia. Es ist ein Privileg, ein Gotteskind zu werden und dem König aller Könige zu dienen. Es ist so ein Privileg, ihr Lieben. Und jetzt, das war alles einleitend, jetzt kommen wir zu dem verlorenen Sohn. Dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Geh mal weiter. Ja, die kennen wir alle, die Geschichte vom verlorenen Sohn, ja. Der Verlorene, der eine Sohn wollte ja sein Erbe. Er wollte sein Erbe und er wollte hinausziehen. Er wollte irgendwo in die Welt ziehen und wollte sich die Welt ansehen und leben. Ja? Und so hat er den Vater gebeten, dass er ihm sein Erbe auszahlt. Und interessanterweise gab der Vater ihm sein Erbe. Ja? Er hat es ihm nicht zurückgehalten. Er hat seinen freien Willen akzeptiert. Und das ist erstmal der erste Akt der Liebe Gottes. Er akzeptiert unseren freien Willen. Er zwingt uns zu nichts. Ja? Aber er wirbt um unsere Liebe und er hat immer den besten Weg für uns. Und das dürfen wir wissen. Und jetzt lesen wir mal in Lukas über diesen verlorenen Sohn oder über diesen daheimgebliebenen Sohn. Das ist ganz interessant, ja? Oder hier vorher noch, der dann erkannte, dann, wo er unter den Schweinen gelebt hat, also alles verprasst hat, ja, mit Huren und mit allem, hat Freunde gehabt und hat alles einfach verprasst und drauf gemacht, ja. Und hat dann im Endeffekt unter den Schweinen als Schweinehirte gelebt und hat mit den Schweinen gegessen oder gefressen, ja. Und, aber er hatte die Kurve bekommen, ja, das ist entscheidend. Er kratzte die Kurve, ja, und erkannte, wie schön habe ich es doch bei meinem Vater gehabt. Ich will zurück zu meinem Vater gehen und ich will ihm einfach auch eingestehen, dass ich einen Riesenfehler gemacht habe. So heißt es in Lukas 15, dieses ganze Kapitel geht über Verlorenes, das verlorene Schaf, der verlorene Groschen. Es geht immer um das Verlorene, ja, den verlorenen Sohn. Aber es war immer Party im Himmel, als das Verlorene wieder gefunden war. Und das zeigt uns auch den Charakter Gottes. Er sehnt sich nach den Menschen, wie er sich nach diesem verlorenen Sohn gesehnt hat in dieser Geschichte. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ja, da war echte Buße in ihrem Herzen, ja, seinem Herzen. Er war wirklich demütig geworden, aller Stolz war gebrochen. Alles, was er falsch gemacht hat, hat ihm leid getan. Ja, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ja. Doch der Vater befahl seinen Diener, schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Ja? Also der Vater war so happy. Er sah ihn schon von Ferne, als er kam. Wie kann er ihn von Ferne gesehen haben? Vielleicht hat der Vater jeden Tag irgendwo Ausschau gehalten. Bald kommt mein Sohn zurück. Bald kommt er wieder und dann will ich ihn in meine Arme schließen. Ja? Und er war bereit, ihn zu empfangen. Und das Schöne, er macht ihm keine Schuld zu weisen. Das ist der Hammer. Das zeigt mir auch so den Charakter Gottes. Wenn wir erkennen, wir sind schuldig, wir sind Sünder und wir kommen zu ihm und bekennen ihm unsere Sünden, dann nimmt er uns immer auf. Ja? Gott ist treu und gerecht und er vergibt uns alle Sünden. Egal, welche Sünde du gemacht hast, vielleicht können Menschen dir nicht vergeben. Gott vergibt. Und das ist so schön zu wissen, okay? Also dieser verlorene Sohn, da habe ich ein schönes Bild dazu, ja? Wie der Vater ihm entgegenläuft. Ja? Da war er gebeugt, ja, demütig. Vielleicht hat er noch den Geruch von den Schweinen an sich gehabt, ja?
Aber er ging zurück und der Vater nahm ihn, wie er war. Ja? Er nahm ihn, wie er war. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ja? Das ist so ein schönes Bild für die Vaterliebe Gottes. So ist unser Papa im Himmel, wenn er denn unser Papa geworden ist. Ja? Lesen wir mal weiter, okay? In Vers 24 bis 28. Wie lebte aber der andere Sohn, der daheim geblieben war? Um den geht es mir ja eigentlich. Ja? Hier sagt der Vater, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Ja? Der war tot. Wenn wir ohne Gott leben, dann sind wir geistlich tot. Nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Seht ihr die Freude, die im Vater war? Und sie begannen zu feiern. Aber jetzt, dem anderen Sohn war es gar nicht zum Feiern. Ja, menschlich gesehen kann man den auch ein bisschen verstehen. Ja? Ja, das sagt er ja und drückt das auch so ein bisschen aus in dem, was er sagt zum Vater. Ja? Aber menschlich kann man es ja verstehen. Der geht da und lässt uns hier allein mit der Arbeit, haut sein Erbe drauf und dann kommt er. Und dann wird er vom Papa empfangen, als hätte er nie einen Fehler gemacht. Ja? Und kriegt sein ganzes, ja, das Ganze, er kriegt einen Ring, er kriegt ein schönes Gewand, er kriegt wieder alles vom Vater zurückerstattet. Das wird der Hammer. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen, als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Ja? Interessant, ja? Er war so zornig, jetzt wird ihm doch wieder ein Fest gemacht und obwohl, ne, den Händen müsste man doch jetzt mal richtig zur Schnecke machen, menschlich gesehen, ja? Würde man das vielleicht so machen, ja? Du hast uns hier im Stich gelassen, ja? Ist alles verprasst und jetzt kommst du zurück, ja? Und denkst mir alles nochmal gut. So macht man das menschlich, ne? Aber Gott ist anders und das will Jesus uns auch mit dieser Geschichte erklären. Also dieser zweite Sohn, der daheim geblieben war, er lebte als, also nicht als wahrer Sohn. Ja? Er lebte irgendwie wie ein Knecht. Ja? Ich muss meine Leistung bringen, dass ich meinem Vater gefalle. Ja? Er lebte auch nicht aus der Fülle seines Vaters. Ja? Und das kommt uns jetzt in der nachfolgenden Verse einfach rüber. Aber er hielt seinem Vater vor. Ja? So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Ich war immer gerecht. Ja? Er lebte irgendwo aus seiner eigenen Gerechtigkeit. Ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben. Und der könnte Maskal. Ja, hat er hier nicht gesagt, aber nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück. Ja, er nennt ihn nicht Bruder, er nennt ihn der Mensch. Ja. Dein Sohn. Ja. Irgendwie sagt er doch, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ne? Ja. Neid, Eifersucht. Ja. Der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Ja, und du machst ihm so eine Big Party. Wie kann das sein? Er verstand die Barmherzigkeit des Vaters nicht. Ja, weil er hartherzig war. Er war hartherzig und unbarmherzig. Ja. Und dann sagt der Vater ihm etwas ganz Interessantes. Ja, okay? Das ist für mich markant in der Bibel. Ja. Was der Vater ihm jetzt sagt, ja, das ist bemerkenswert, das sollten wir uns als Christen merken. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir.
Du hättest dir jederzeit können einen Mastkalb holen, ja, einen Ziegebock oder was du gebraucht hättest und hättest können eine Party feiern. Aber irgendwie warst du nicht clever genug. Ja? Du hast immer gelebt wie ein Knecht, du wolltest immer Leistung bringen, nach dem Leistungsprinzip. Ja? Aber du bist doch mein Erbe. Du hättest dir das immer können holen. Und wir als Christen im übertragenen Sinne ehren Gott, wenn wir uns die Verheißungen als Erben holen. Wenn uns die Verheißung sagt, Gott, du hast gesagt in deinem Wort, ich will es praktisch erleben. Ich will es in meinem Leben erfahren. Ich will den Segen, den du dort verheißen hast, in meinem Leben spüren. Ich will ihn empfangen. Ja? Also ein Sohn lebt aus seinem Erbe. Er nimmt sich, was der Vater hat. Ja? Irgendwie, ich bin ja auch ein Vater von 4 Kindern und man ist ja froh, wenn die Kinder in den Bahnen dann laufen, ja, die Gott für sie vorbereitet hat. Ja? Und wenn sie dann einfach auch da richtig in den Bahnen gehen, gibt man ihnen gerne Verantwortung an die Hand, dass sie daraus leben lernen und dass sie das auch tun, dass sie das erleben mit Gott. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Also nehmen wir die Verheißungen. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder war tot und nun lebt er wieder. Er wurde verloren und nun ist er wiedergefunden. Ja? Das Party im Himmel. So ist es, das steht über jedem Menschen, das Party im Himmel, über jeden Sünder, der Buße tut. Ja? Da ist wirklich ein Fest im Himmel, das sagt uns Jesus auch. Als die Frau, die hier im Haus da den Groschen verloren hat, sie hat alles links gemacht, alles gekehrt. Und als sie den Groschen gefunden hat, hat sie die Nachbarschaft eingeladen, ich habe ihn wieder. Und feiert eine Party mit ihnen. Und so ist es. Als Jesus, er ging den Verlorenen nach und als er es wieder gefunden hatte, feierten sie. Auch mit den 99 Schafen, er ließ sie und suchte das eine Verlorene. Und so immer ist es Gott, der sich nach dem Verlorenen sehnt. Und das steht über jedem Menschen. Und so ist unser Gott. Ja? Okay? Das ist stark. Das dürfen wir wissen. Also Christen leben als Söhne und Töchter. Ich stelle das mal ein bisschen so mit der Krone dar. Wenn Jesus der König der Könige ist und wir sind seine Kinder, dann sind wir auch Erben mit dem Sohn. Ja? Um das ein bisschen rauszustellen, mache ich das mal mit der Krone. Erbe mit Jesus. Ja? Also er sagt hier den Galatern, Paulus, in Kapitel 4, 6 und 7, weil ihr aber Söhne seid, nicht nur Knechte, ja, sandte Gott den Geist seines Sohnes, auch nur durch den Geist seines Sohnes, durch den Heiligen Geist wird uns dieses Geheimnis aufgeschlossen. Ja. Also dieser dreieinige Gott ist hier in der Arbeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja. Sandte er den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, erleuchtete Augen des Herzens, der da ruft, Abba Vater. Was bedeutet Abba? Abba ist eine Liebkosungsform, ja? Mein Daddy, mein Vater, er ist nicht nur der fremde Gott, er ist mein Vater geworden. Ich kann Vater im Himmel sagen. Du bist mein Vater. Und ich komme zu dir als dein Kind. Und ich bitte dich, Vater, gib du Rettung den Menschen um mich herum. Gib du Rettung meiner Familie. Gib du Rettung den Verlorenen, dass die Menschen dich erkennen, wer du bist. Und je mehr man die Liebe des Vaters versteht, umso mehr fängt man an, die Menschen, die um einen herum sind, zu lieben. Die sind uns nicht mehr gleichgültig. Wir sehen sie mit den Augen Gottes an. Und wir fangen an, sie zu lieben. Ja? Der da ruft, aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, du bist nicht nur mehr Knecht. Ja, du lebst nicht wie der zweite Sohn, der daheim geblieben ist, ja, sondern Sohn. Und so auch Erbe durch Gott. Erbe mit Jesus. Jesus ist alles übergeben vom himmlischen Vater. Er wird einmal Gericht halten über Himmel und Erde, über alle Menschen, ja, ist ihm vom Vater übergeben. Weil er einfach würdig ist, ja, von uns zu nehmen, Lobpreis, Ehre und Dank. Und das ist eine Stellung, die ist interessant, okay? Söhne und Töchter durch den Heiligen Geist. In Römer 8, 14 und 15 lesen wir,
Der ganze Römerbrief zeigt das so auch diese Erbschaft. Ja? Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, in Vers 14, sind seine Söhne und Töchter. Also die neue Genfer Übersetzung schließt die Töchter mit ein. Fällt mir sehr gut. Das kann man auch so machen, weil es sind seine Söhne und Töchter, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Ja? Ago steht da, anleiten. Die lassen sich vom Heiligen Geist treiben, steht in der Lutherbibel. Sie lassen sich lenken, sie lassen sich führen. Sie sind ausgerichtet, haben die Antennen ausgezogen. Heiliger Geist, du darfst mich führen. Ich will von dir geführt werden. Lass mich deine Ziele und Absichten erfahren und ich will sie gehen. Und das ist entscheidend, ja. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Ja. Interessant, ja, wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, ja, nicht einen Geist der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, ja, und das ist wichtig, ja, und wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten, auch wir brauchen keine Menschenfurcht mehr zu haben, wir dürfen das ablegen, ja, wir leben nicht mehr als Sklaven, ja, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, Jesus hat diese Beziehung zum himmlischen Vater wieder aufgerichtet. Er hat also diese Distanz wieder weggetan, indem er uns gezeigt hat, wie der himmlische Vater ist. Jesus hat das gelebt, was er vom Vater gesehen hat. Er kannte den Vater vom Himmel her und war immer in Verbindung. Er hat nichts getan ohne den Vater. Und darum transportiert er uns die Liebe des Vaters. Und Paulus macht es uns hier bewusst. Und dann lesen wir weiter in Vers 16. Ja, der Geist selbst bezeugt es unserem Innersten. Ja? Der Geist Gottes bezeugt es unserem Geist. Ja? Ja, der Pneuma Gottes, der Pneuma Theo steht da, ja, bezeugt es den menschlichen Geist, unserem Geist, denn du hast Geist, Seele und Leib. Und wir brauchen das Zeugnis, Heilsgewissheit vom Heiligen Geist, ja, dass wir Gottes Kinder sind. Und das Zeugnis brauchst du. Bin ich errettet? Hat Gott mich angenommen? Sind mir meine Sünden vergeben? Bin ich ein Gotteskind? Bin ich ein Königskind? Bin ich Erbe mit dem Sohn? Das ist entscheidend, wenn er nicht geboren ist, aus Wasser und Geist. Was schwätzt der da davor? Ne? Da verstehst du nichts, das ist alles Bahnhof, ja? Aber der Geist Gottes schließt uns dieses Geheimnis auf. Erben Gottes, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Das ist gewaltig, gewaltig, ja? Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Bereit sein, für Jesus zu leiden. Bereit sein, für ihn in den Riss zu treten. Bereit sein, Spott und Hohn auf dich zu nehmen, weil du mit ihm gehst. Du wirst da nicht irgendwo Beifall ernten. Das musst du gar nicht erwarten. Weil die Welt liebt diesen Geist nicht. Die Welt liebt Jesus nicht. Die wollen unabhängig von ihm leben. Weil ich muss mein Leben ändern, wenn ich mit ihm gehe. Und du wirst kein Beifall bekommen. Erwarte ich auch gar nicht. Ja, aber ich werde die Wahrheit predigen. Egal. Ja, ich werde sie predigen. Und wenn es weh tut. Aber nur die Wahrheit macht frei. Ja? Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wenn du bereit bist, für ihn zu leiden. Für ihn Schmach und Hohn auf dich zu nehmen. Ja, also viele Menschen werden gefoltert und geknüppelt, weil sie Christen sind. Ja? Wir sind hier in einer Religionsfreiheit haben wir in unserem Land, da ist es noch nicht so, Gott sei Dank. Aber wir denken an die, die verfolgt werden und die wirklich tiefe Schmerzen müssen erleiden und wirklich auch körperlich leiden müssen, okay? Letzten Sonntag habe ich hier drüber geredet, über die Gnadengaben des Heiligen Geistes, ja? Erben mit dem Sohn, strebe nach den Gaben des Heiligen Geistes, nach den Gnadengaben des Heiligen Geistes. Wir finden die im 1. Korinther 12, 7 und 11, 7 bis 11, ja? Wir suchen diese neuen Gnadenwirkungen, steht da, Charisma, ja? Charis, Gnade, Ma, Wirkungen, ja?
Und da sind Leute, ich will sie mal nur kurz anschneiden, das Wort der Weisheit, Logos Sophias. Gott will uns Weisheit schenken. So, dir Weisheit mangelt, bitte Gott, und er gibt dir Weisheit. Zweitens, das Wort der Erkenntnis, ja, Logos Gnoseos, ja. Er gibt uns Erkenntnis, er führt uns in die Tiefe der Gottheit hinein. Drittens, die Gabe des Glaubens, Hetero der Pistis, ja. Gabe des Glaubens, nicht nur einen normalen Glauben, sondern einen Glauben vom Heiligen Geist erweckt und gewirkt. Der sieht einfach, wie Gott die Sachen sieht. Und der kann mehr glauben, der kann in das Unsichtbare glauben. Das ist ein übernatürlicher Glaube und erwartet von Gott. Die Gaben der Krankenheilung, da steht Charismata Iamaton, es steht im Plural, in der Mehrzahl, die Gabe der Krankenheilungen. Er wirkt immer individuell, wenn wir Kranke beten, will Gott heilen. Ja? Die Gabe der Kraftwirkungen, Zeichen und Wunder werden geschehen. Glaubt ihr das? Wir wollen das ganz neu glauben, dass wir das auch erleben. Ja? Die Gabe der Prophetie, Prophetia. Ja? Wir reden für Gott, Prophemi, für Gott sprechen. Das heißt, wir empfangen von Gott und wir geben das weiter. Und das ist gut, dadurch geschieht Reich Gottes. Früher in den ersten Gemeinden wurden die Gemeinden oft durch Evangelisten und Propheten als Team gegründet. Ja? Prophetische Wort hat einfach mitgeholfen, Gemeinde zu bauen. Ja, darum ist es wichtig. Auch siebtens die Gabe der Geisterunterscheidung, Diakrisis Pneumaton, damit wir erkennen, welcher Geist am Wirken ist. Ja, die Gabe des Zungenredens, ja, ist wichtig. Sprachengebet, wenn du das Sprachengebet noch nicht hast, bitte Gott darum, dass er dich damit ausrüstet. Wer in Sprachen betet, der baut sich selbst. Ja. Und es ist wichtig, auch die Gabe der Auslegung der Sprachen. Es sind einfach diese Gnadenwirkungen, durch die Gott sich übernatürlich offenbart. Und ich bin der Meinung, Gott baut seine Gemeinde heute übernatürlich. Die Menschen kriegst du nicht mehr in einem Sofa raus, wenn du ihnen nur Geschichte erzählst. Ja? Die müssen die Kraft Gottes wieder erleben, dass er real ist, dass er lebt, dass er heute noch Kranke heilt, dass er noch Zeichen und Wunder tut, dass er übernatürlich wirkt, auch durch Sprachengebet und Auslegung der Sprachen, durch Prophetien, durch Weissagungen, durch Bilder, durch Visionen. Gott ist lebendig und Gott ist real. Und ich wünsche mir, dass wir das neu erleben. Aber wir müssen uns ausstrecken und müssen als Erben leben. Okay, das ist einfach mal wichtig zu wissen. Als Christen sind wir königliche Priester. Ja? Das müssen wir wirklich initiieren, das müssen wir wissen. Ja? Das sind nur der Pastor, ne, oder der Leiter der Gemeinde. Jeder wiedergeborene Christ ist Erbe mit dem Sohn, ist wiedergeboren und ist ein königlicher Priester. Weißt du das über dich? Hast du Jesus im Herzen? Dann ist das so. Petrus sagt es auch so. Wirklich, 1. Petrus 2, Vers 9. Ja? Ihr aber seid Auserwählte, Heilige, Herausgerufene, auserwähltes Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Das ist nicht nur der eine Papst oder der eine Bischof. Das sind alle Gläubigen, die Jesus im Herzen haben. Das ist heute nicht mehr drin. Und alles fällt wieder zurück. Ja, der Pastor macht das. Ist absolut nicht biblisch. Ist vielleicht alttestamentlich, aber nicht neutestamentlich. Wir nehmen uns das Neue Testament, ja, und leben aus dem Neuen Testament. Wir sind königliche Priesterschaft. Das heilige Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ja, das müssen wir wissen. Wir sind auserwählt von Gott. Ja? Jesus sagt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und im Himmel kriegt ihr den Lohn dafür. Hundertfach. Gewaltig. Ja? Und das dürfen wir leben und das dürfen wir erkennen. Ja? Und das ist einfach, lebst du als Sohn oder lebst du als Knecht? Ja? Das will ich uns stellen und ich bin am Ende damit. Und ich will uns auch da diese Fragen stellen. Lass uns dazu aufstehen, wenn du kannst. Es ist einfach entscheidend, es ist wichtig, ja. Also haben wir erleuchtete Herzen, ja. Haben wir erleuchtete Augen des Herzens und erkennen wir, zu welcher Hoffnung wir berufen sind.
erkennen wir, nehmen wir uns die biblischen Maßstäbe, ja? Lebst du als Sohn oder als Tochter? Oder lebst du immer noch als Knecht oder als Sklave? Das ist entscheidend, ja? Lebst du auch aus der Autorität des Heiligen Geistes? Ja? Der Geist Gottes, der in dir lebt, treibt er dich an, darf er dich leiten, darf er dich führen? Führst du das aus als heiliger Priester? Betest du für Kranke? Bist du bereit, auch die Kraftwirkungen durch dich fließen zu lassen? Prophetische Gaben, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit. Ich denke, diese Dinge sollten freigesetzt werden und wir sollten es ganz neu suchen. Ja? Und wenn du das willst, und dann darfst du das auch einfach mit einem Handzeichen Gott zeigen. Ja? Also jetzt bitte ich uns einfach darum, wenn du das willst, ja, wirklich mit Gott leben als Sohn und als Tochter, als Erbe mit dem Sohn, dann heb bitte deine Hand. Dankeschön. Dankeschön, Gott sieht es und ich will dafür beten, damit es wirksam wird. Dass es nicht nur ein Wissen wird, dass es nicht nur ein Logos ist, sondern dass es ein Rema ist. Ein Rema in unserem Herzen, festgemacht im Heiligen Geist. Ja? Jesus selbst sagt in Johannes 4,23, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Gott, der Vater, sucht solche Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Ja? O Vater, ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst, dass du uns wirklich erleuchtete Augen des Herzens schenkst, Herr, dass wir erkennen, welche Stellung wir in Christus haben. Weil Christus in uns lebt, sind wir Erbe mit dem Sohn. Miterbe mit deinem Sohn, Vater. Ich danke dir so, dass wir das neu erfassen und dass wir uns das auch nehmen. Schenke uns wirklich Gnade, Vater, dass wir nicht mehr als Knechte oder als Sklaven leben, so wie der zweite Sohn, der daheim geblieben ist und er hat immer nur aus dem Leistungsprinzip gelebt. Er hat immer nur als einer, der seine Aufgaben erfüllt hat, gelebt. Und er hat deine Liebe nicht genutzt, er hat nicht deinen Reichtum genutzt, er hat nicht deine Ressourcen genutzt. Ich bitte dich einfach, dass du uns da wirklich ein weites Herz im Glauben gibst, dass wir wirklich das Erbe, das du uns verheißen hast, in Anspruch nehmen. Dass wir im Glauben beten, dass wir die Gnadenwirkungen durch uns fließen lassen. Dass wir die Autorität, Herr Jesus, die du uns gegeben hast, dass wir sie ausleben. Jesus, du sagst zu deinen Jüngern, dass sie die Kranken heilen sollen, dass sie die Dämonen austreiben sollen und dass sie wirken sollen, das Evangelium verkündigen sollen. So mach uns bereit, in dieser Autorität zu laufen als Botschafter an Christi Stadt, dass wir die Menschen auffordern, dass sie sich versöhnen lassen mit dir. So segne uns mit einer neuen Autorität, dass wir unsere Identität erkennen, die wir in Christus haben. Ja? Wunderbar geschaffen von dir, erlöst durch des Lammes Blut und wirklich Botschafter deines Werkes von Golgatha. Botschafter der Versöhnung wollen wir sein. Wir wollen deine Krankwirkungen erleben. Wir wollen unsere Hände auf Kranken legen und sehen, wie es besser mit ihnen wird, wie du sie gesund machst, wie du sie heilst. Und du bist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Dieser Ehre und Anbetung. Okay? Ein paar Gedanken noch, ja? Ein paar Gedanken zum Schluss. Paulus sagt es mit seiner Identität, die er in Christus hat, ja? Im Galater 2, 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was heißt das? Das heißt auch, dass ich bereit bin, mein Ego zu kreuzigen. Ja? Meine Sünde wirklich zu lassen. Meine Sünde wirklich ihm zu geben. Ja? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nicht ich,
sondern Christus lebt in mir. Jetzt lebe ich nicht mehr mein eigenes Ding, mein eigenes Leben. Jetzt fange ich an, das zu leben, was Christus durch mich wirken will. Das ist ein Riesenunterschied. Ob ich als Christ nur so lebe oder ob ich das lebe, was Christus von mir will. Ich lebe für ihn, ich lebe in ihm, ich lebe durch ihn. Das ist gewaltig, ja? Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ja? So gesehen auch das Einmaleins des Glaubens, weil Jesus alles für mich gab. Sein Leben, er gab sich hin für mich, für uns alle, aber auch für mich persönlich. Darum will ich auch alles für ihn geben. Und wenn du diese Haltung mit Paulus hast, dann wirst du Zeichen und Wunder erleben. Dann werden wir sehen, wie die Kranken gesund werden. Dann werden wir prophetisch reden. Wir werden die Kraftwirkungen erleben. Wir werden das wirklich erleben, weil Gott derselbe ist. Er lügt nicht. Wir sind Erben seiner Verheißung. Ja? Und wer Christus frei macht, der ist wirklich frei. Okay? Das ist wichtig, das ist immer meine Botschaft, siegreich leben lernen. Wer Christus frei macht, der ist wirklich frei. Darum lebe deine Identität, erkenne deinen Ursprung, erkenne den Sinn deines Lebens und erkenne das Ziel deines Lebens. Lebe daraus, denn Jesus Christus macht dich frei. Und lebe nicht mehr ohne Christus, sondern lebe in Christus. Sei dafür gesegnet in dem wunderbaren Namen Jesus. Gott ist gut. Amen.